Freunde, herzlich willkommen auf meinem kleinen Schiff in Great Life 5. Wir sind endlich da. Wir haben schon ein bisschen gespielt. Ihr seht schon ein bisschen Stuff hinter mir. Wir haben nämlich am Samstag live auf einer Messe Great Life 5 gestartet. Es war sehr, sehr wild. Es hat aber auch sehr, sehr gekracht. Deswegen seht ihr hier jetzt mal ganz kurz ein paar Zusammenschnitte von dem ersten Tag. Ich weiß nicht, was du meinst, Leute. Ich sitze hier gerade einfach auf so einer riesigen Gaming mit in der Kaktus. Essen gehen wir mal euch. Ich weiß nicht, ob ich euch das hier zeigen kann. Warte. Mal. Hier ist hier, aber hier kommt gleich keine Burg, ne? Und hier doch, hinten, doch, wir bauen eine Burg. Vielleicht ein PTBS, was da das läuft angeht. Der komplette Stream die ganze Zeit. Seid ihr bereit, dass wir abheben können? Es wird Zeit, dass wir unsere Reise starten. Aber ja, natürlich. Dann schaut gerne mal runter vom Schiff und ich würde sagen, wir heben ab in 3, 2, 1. Abheben, du bist schon abgehoben, Joe. Der Boden ist damit abgehoben. Der Boden hat oh, Junge, wer ist der? Der macht mit. Alter. Geil, dass er einfach fliegt. Sehr gut gemacht. Aber jetzt sind wir basically richtig und official hier. Die Twitch-Men sind natürlich auch am Start. Und für euch gibt es eine ganz wichtige Info. Denn diese Videos, alle Videos von Create, werden auf dem Zweitkanal kommen. Checkt dafür sehr, sehr gerne die Videobeschreibung aus. Da ist der Link dazu. Die erste Folge kommt hier. Danach kommt alles auf dem Zweitkanal. Schaut da super gerne vorbei. Lasst ein Abo da. Abonniert die Glocke. Und dann kriegt ihr da immer alles mit, damit ihr checkt, wann da neue Videos auf dem Zweitkanal von Create kommen. W. Was ist das denn? Die Zahnräder drehen sich und ich gleich mit. Preise vergleichen mit Idealo geht's fix. Create Life 5, sei dabei, schau rein. Also lad dir die App runter und schau kreit. Digga, keine Ahnung. Aber war geil. Wir sind hier in Create in einem gigantischen, sehr, sehr, sehr geilen, ultra-sicken, ich hoffe es, Modpack über Create. Ihr kennt vielleicht die letzten Staffeln von Create, in denen wir schon sehr, sehr geilen und sehr großen Stuff gebaut haben. Hoffentlich wird es in diesem Jahr auch wieder so. Ich werde mir definitiv Mühe geben. Wir spielen Skyblock, heißt, wir sind dieses Mal nicht irgendwo auf dem Boden, wir können uns nicht einfach alle Sachen einfach so direkt holen, sondern wir fangen mit nichts an. Wir haben dieses kleine Schiff, wir haben Cobblestone und mit dem werden wir dann versuchen, alles in Create irgendwie zu bekommen, was wir andersweise holen können. Wir haben hier so ein bisschen kleine Mini-Energie und Regen. Und mit dem können wir zum Beispiel schon die ersten Sachen umwandeln. Wir können aus Cobblestone Gravel machen. Wir können aus Gravel andere Sachen machen. Feister hat tatsächlich auch schon gespielt. Zu dem gehen wir später ein bisschen. Feister werden wir nochmal ein bisschen besuchen gehen. Denn Feister hat ein bisschen was für uns vorbereitet, was sehr, sehr geil ist. Und für uns ist jetzt, glaube ich, erstmal der erste Plan. Ein bisschen klarkommen, gucken, was wir machen wollen. Und First Goal wird ein Water Wheel, beziehungsweise ein Larger Water Wheel. Dafür brauchen wir den Chef, dafür brauchen wir Anisite Alloy, dafür brauchen wir Zink. Und für Zink brauchen wir, so viel ich weiß, Azurine. Und dafür brauchen wir Sunflower Seeds und dafür brauchen wir Sunflower Seeds in der Milling Machine. W. Heißt, wir brauchen ein paar Sunflower. Wir müssen warten, bis die Dinger erwachsen. Dann können wir das Ganze machen und dann können wir uns ein Water Wheel machen, damit wir unsere erste kleine automatische Energieversorgung haben. Und wir kümmern uns währenddessen, glaube ich, einfach so um normalen Stuff, um vielleicht ein bisschen was zu essen, um ein bisschen mehr Space. Wir können auch mal unser Schiff ein bisschen ausbauen und dann kommen wir bestimmt weiter. Feister, du musst bitte schnell zu mir kommen. Bitte visite mich. Du musst das enablen. Hab ich. Ist doch an. Geht nicht. Wie? True, man muss doch true. Mach schnell und mach Wasser. Bring Wasser mit. Bitte bring Wasser mit. Komm, ich besuche und bring Wasser mit. Unter dieser Plattform. Lass da Wasser runter. Ich hab mich abgeklemmt. So? Ja, das ist gut.
fließt schneller! Oh mein Gott! Oh, ich weiß nicht, ob das reicht, Mann. Oh nee! Ich muss halt springen, ein kleines Ding. Ein kleines Stück. Doch, das reicht, das reicht. Hoppa! Schön, gut bezahlt, Heiko, gut bezahlt. Alter, was eine Rettungsaktion, du bist der Geilste. Klar, Digga, du hast das Schiff genommen. Alter, ja. Chat Feister ist uns besuchen gekommen gerade. Wir gehen gleich Feister auch noch besuchen, aber Feister ist hier. Ey! Was? Moin, moin. Das braucht da. Ey, oh nee. Wait, du hast kein Wasser, Bro. Oh, nein, ich lasse nichts runter. Ist das geil. Alter, was geht ab? Moin, moin. Yippie. Hi. Guck mal, findest du meine Rüstung? Ey, da hat Drippy die Mippidi. Ich werde dich gleich besuchen, komm, Feister. Gleich gehen wir Feister besuchen. Danke. Hast du schon ein paar Knochi-Mochis? Du könntest das hier haben von mir. Warte mal, können wir ganz kurz? Ich muss ganz kurz was von dir benutzen, okay? Meine Kreditkartendaten. Nee. Mach mal Wasser rein. Geil, danke. Klar. Hammer, easy. Hast du keinen Lava-Eimer? Doch, klar. Wo ist der? Hier unter dem Steinstein, easy versteckt. Oh, stimmt, hier. Check. Ja klar, ich will doch nicht, dass die kaputt geht. Ich züchte mir jetzt hier meine Sunflowers, weißt du, dann mache ich hier ein Wasserwheel gleich. Und wenn ich das habe, dann komme ich zu dir. Und das Ding, bumm, wird zu Azurine. Here we go. Und dann, nein, dann swippen wir das hier rein, das hier rein. Wir machen ein bisschen den Spinny Mini. Und we got some Sink Nuggets. Geil, Alter. Und mit denen können wir zu so einer ersten. Das wird eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Item im Komplett-Create werden. Andesite Alloys machen und mit denen zusammen finally, das Advanced und sagt, unseren ersten Chef machen. Boom, here we go. Und mit dem können wir uns jetzt wiederum das Water Wheel machen, aka das Ding hier mit ein bisschen Holz außenrum. Water Wheel, zack, here we go. Und für das Larger brauchen wir auch nur nochmal das. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal um einiges geiler. Das heißt, wir machen direkt den Kollegen hier. So, und das Waterwheel, wo bauen wir das am geilsten auf? Ich glaube, wir gehen in die Richtung hier für den Anfang. Dann können wir nämlich hier... Boom! Geil. Und da können wir jetzt Wasser drüber laufen lassen, am besten in einem geilen Placement. Und dann haben wir unsere erste, basically, automatische Energie hier drüben. Ich komm zum Sigmar! Guck mal, wie krass das hier aussieht. Wow. Alter! Bro, das ist ja übergeil. Hey, du hast no joke, du hast schon geilen Stuff gemacht. Was soll das jetzt? Weißt du, warum ich hierher gekommen bin, Feister? Ja. Du hast eine Mob-Farm, ist das korrekt? Folge mir! Ja! Boah, Junge. Pass auf, wenn du das Wasser komplett runterdroppst, dann stirbst du. Also wenn du durchdroppst. Aber knapp. No, guck mal hier. Alter, erinnert dich die Mobfarm an irgendwas? Ey, die erinnert mich ein bisschen an Elements, Alter. Die sieht lecker schmecker aus. Gänsehaut. Holy. Ja, ich glaube, da muss ich mich auch mal bald drum kümmern irgendwann. Ey, meinst du, ich kann mich hier ein bisschen an abfarmen hier bei dir? Ich werde jetzt erstmal hier, keine Ahnung, ein bisschen Technologie machen. Ich habe eh super viel hier. Dann stelle ich mich an die Farm und ich nehme mit, was ich bekomme. Iron Robbery! Das Wichtigste, weil in diesem Modpack, das wir gerade spielen, die Iron Drop Rates von Zombies unglaublich krass hochgestellt ist, sodass wir relativ geil Eisen farmen können, indem wir das einfach bei der Mobfarm machen. Und deswegen, ja, chillen wir gerade hier. Wir machen uns ein paar Knochen für Zink, für die Sunflowers und, guck mal, wir haben jetzt schon ein zweites Eisen gedroppt bekommen. Und wir farmen uns richtig einen ab für Eisen, damit wir das auch direkt zu Hause haben. Ich habe ein Backpack gedroppt bekommen und deine Mobfarm kaputt gemacht. Tut mir leid. Creeper hochgegangen? Ja, Creeper hochgegangen. Hä, wie sick. Ich habe einfach schon 9 Eisen, Mann. Der Drop ist ja so krass. Ja, ja. Alter. Wir haben einen neuen Plan. Wir haben den nächsten Plan. Wir wollen uns nämlich nicht jedes Mal zu Feister teleportieren. Deswegen teleportieren wir Feister zu uns. Denn wir machen uns jetzt, das wird jetzt vielleicht eine große Planung, aber wir machen uns jetzt eine Schematic kennen, einen Schematic Table, eine Schematic and a Quill. Dann brauchen wir irgendwie Sugarcane. Das kriegen wir über Bamboo und Karamell? Nah. Okay, vielleicht kriegen wir das auch über einen Sniffer. Das kann auch sehr gut sein. Und dann kopieren wir einfach Feisters komplette Mobfarm und stellen die bei uns auf. Das ist der Plan. Heißt, wir versuchen jetzt irgendwie heranzukommen an die ganzen Sachen. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel. Das Sugarcane könnte das Einzige sein, was ein bisschen nervig wird. Ich weiß nicht genau, wo wir das herbekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das 4 Zucker. Und Zucker kriegen wir, ich glaube... Oh mein Gott, warte mal, wir können Papier auch anders herstellen. Über Treebark. Easy. Warte mal.
Warte mal. Wir können Treebug herstellen und das dann darüber usen. Boah, geil. Ich werde ihm so die Mobfarm klauen. Das wird so schön. Wir brauchen Redstone für die Schematic Cannon. Und dafür brauchen wir Red Sand. Und dafür brauchen wir Granit. Und Granit stellen wir uns aus Sand und Quarz her. Das haben wir schon gemacht. Deswegen kurbeln wir jetzt ein bisschen. Machen uns Red Sand. Grinden dann Red Sand nochmal. Dann kriegen wir Redstone. Kriegen wir auch über die Hexenfarm. Das ist okay. Und dann brauchen wir Eisen. Einen Bogen, den kriegen wir aber easy. Und wir müssen irgendwo noch eine Feder herbekommen. Vielleicht ist an der, oh mein Gott, an der Mobfarm ist safe auch eine. True, Bro, ich habe meinen Waterwing gebaut, aber ich habe das hier noch einfach gar nicht angeschlossen. Ah, kümmern wir uns gleich drum. Wir haben einen Task. Haben wir genug für? Wabum! Die Schematic Cannon. Mit dem Ding kann man nämlich in Crate Sachen einscannen, die dann da rein platzieren und die Kanone baut sie dann automatisch wieder für dich auf. Wenn du der Kanone die richtigen Rohstoffe dafür gibst. Wir brauchen hier Gunpowder, wir brauchen die Schematic, wir spacken daneben eine Kiste. Das ist eh nur Holz, was wir dafür brauchen. Und dann können wir die Mobfarm von Falster einfach zu uns kopieren. Das ist halt so geil. So, wir haben eine Mission und die Mission heißt Feder. Alter! Ey, eigentlich. Warte mal. Wir können jetzt direkt hier bleiben. Ja. Wir können uns jetzt schon die Schematic in Quill machen. Du bleibst oben gerade, ne? Meinst du wegen Spawn Rate? Ja. Also hier oben sollte es doch auch gut funktionieren. Ja, nur dass du nicht runterkommst, meine ich. Sorry, ich werde das nicht machen, Chef. Danke dir. Geil. Okay, ich glaube, da ist alles drin. So, bumm, zack. Und ab nach Hause. Weil er hat hier mal Spruce benutzt, ne? Das heißt, wir müssen erst das Spruce hochziehen, aber das kriegen wir hin. So, und jetzt machen wir uns den Kollegen hier. Und dann, und jetzt pass auf, das wird so geil, können wir uns nämlich die ganzen Sachen hier wegmachen. Wir schließen den Kollegen hier dran an. Boom, wir machen den hier hinten dran. Wir drehen den hier. Und der baut für uns jetzt, hold it, batz, den ganzen Baum auf einmal ab. Und damit fahren wir jetzt unser komplettes Holz zusammen. Was wir für die Mobfarm brauchen werden. Projekt Masterplan geht in die finale Phase, Freunde. Wir haben, ich glaube, mehr als genug Holz zusammen, damit wir die Mobfarm klonen können. Wir machen uns eine Kiste, wir setzen den Kollegen hier hin und wir laden unsere Mobfarm-Schematic von Feister auf unsere andere Schematic. Dann, here we go. Dann schnappen wir uns unsere Kanone und ich weiß nicht genau, wo wir die hinmachen wollen. Wir machen sie einfach mal hier hin. So, und dann können wir die jetzt zack, hier nach unten moven. Und zwar so weit, wie es geht. Ich weiß nicht, ob man... Okay, ich glaube, wir können die zu weit nach unten moven. Dann machen wir einmal ganz kurz irgendwo Wasser hin und schauen, dass die auf der richtigen Höhe ist. Okay, einen können wir noch... Oder? Nee, so müssen wir, glaube ich. Jetzt sind wir richtig. Okay, geil. Dann können wir wieder hoch. Und dann können wir sie nochmal rechts und links ein bisschen anders positionieren, wenn wir das wollen. Aber ich glaube, die Höhe sollte jetzt passen. Ich hoffe auf jeden Fall, jetzt müssen wir alles irgendwie doppelt abbauen. Aber ich glaube, das sollte von der Theorie her gehen. Jetzt gehen wir hier drüben hin. Wir platzieren hier unsere Kanone. Nummer uno. Wir legen uns das Schematic hier drüben rein. Er sagt, all of Gunpowder. Das ist vollkommen okay. Check this Printer können wir leider nicht benutzen. Aber wir können hier drüber eine Kiste machen. Und dann schnappen wir unser ganzes Wood. Wir schnappen unser Gunpowder. Und Project Masterplan wird gestartet. Here we go. Okay. Wir sagen, Missing Item Slab. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was craften. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ich bin da. Mach Augen zu. Ich mach Augen zu, ich schau weg. Okay, guck auf den Boden. Ich guck auf den Boden. Lauf mir hinterher. Warte. Du tötest mich jetzt einfach. Nein. Siehst du das Wasser hier? Ja, runter. Komm in das Wasser. Kannst du auch noch aufmachen? Ich sehe noch richtig wenig. Ich hab den Mobfarm gebaut. Dieselbe Mobfarm. Ja. Wie gefällt sie dir? Sie ist so einzigartig. Und weißt du was? Schau mich an. Was denn? Das war mein letztes Mal. Digga. Guck mal, sie funktionieren einfach schon. Wie geil ist das denn? Bro, wir haben uns jetzt einfach diese Mobfarm geschafft. Da ist irgendein Fehler drin, der hat hier einen Fehler eingebaut. Wir haben uns einfach Feisters Mobfarm geschafft. Ey, der ist fertig. Bumm. Wir haben die hier hingeklatscht. Und jetzt können wir die benutzen. Jetzt können wir hier die ganze Zeit für uns farmen einfach. Und die funktioniert schon. Aber zum Mitnehmen bitte. Ding. Dann bauen wir jetzt hier noch so ein paar kleine Sachen ran, damit wir das hier easy irgendwie aufsammeln können.
Und dann können wir uns um die nächsten Sachen kümmern, weil ich glaube, wir müssen die ein oder andere Sache automatisieren hier drin. Und das wird sehr, sehr wichtig. Der große Gameplan, bevor wir uns an Automatisierung setzen, was meine Base angeht, davon habe ich ja noch gar nichts erzählt. Ich habe zwei Grundideen. Die erste Grundidee ist so ein bisschen was Harry Potter-like-mäßiges. Das heißt, dass wir irgendwelche, Harry Potter ist Quatsch. Eigentlich soll das mehr so eine Bioshock Infinite-Richtung werden. Irgendwelche, ich glaube, wahrscheinlich eckigen Inseln, die von der Seite auch irgendwie so cool dekoriert sind, also dass wir hier irgendwie so Slabs und dann Lichter und sowas drin haben. Und der Plan ist, dass wir dann hier in diesen Inseln so Arme haben, die ausfahren können. Also wir haben hier praktisch so eine Plattform, die mit einem Arm connected ist, so auf den hier, okay? Und wenn wir auf die Insel hier rüber wollen, dann steppen wir hier irgendwo auf eine Druckplatte und dann schwingt dieser ganze Arm hier so raus, also diese Plattform, sodass wir rüberkommen zur nächsten Insel. Wir können später fliegen und alles Mögliche, aber das wäre eine Idee, dass das wie so eine Art Brücke ist, aber es ist halt so ein Arm, der so aus der Insel rausschwingt, wie so ein Harry Potter Treppenhaus, das ist ein Ding. Aber das soll auch so ein bisschen wie Bioshock Infinite aussehen, dass wir zum Beispiel so ein Rail-System haben, was unsere Inseln auch verbindet, weil es gibt in Crate so Shipping-Container, die man benutzen kann. Und es gibt auch diese Phantom Rails, diese Dinger hier. Und das sind praktisch unsichtbare Zugschienen, die man überall hinlegen kann. Und mit denen können wir alle Sachen irgendwie bauen, die wir bauen wollen. Und es sieht trotzdem geil aus. Das heißt, wir können ein Zeppelin, ein Flugzeug, ein Luftschiff, ich habe keine Ahnung was, können wir damit bauen. Und das dann wirklich einfach auf so unsichtbaren Schienen durch die Luft fahren lassen. Und es sieht aus, als wäre es wirklich ein Luftschiff oder ein Zeppelin oder ein Flugzeug oder so. Und halt nicht einfach mit so einem Stab connected, was unglaublich geil ist. Das heißt, das hier würde ich gerne auch als so Transport und Item-Transport benutzen. Und dann eben zum Beispiel zusammen mit diesen Shipping-Containern unsere Items von A nach B und sowas bringen. Das ist so der grobe Plan. Wir haben mittlerweile eine kleine, schöne Plattform. Wir haben ein paar mehr Water Wheels, die für uns einiges an Energie erzeugen, weil die drehen sich und dann dreht sich hier hinten auch was. Und das können wir jetzt gleich benutzen, um unsere Maschinen anzutreiben. Und die erste davon wird der Mechanical Extruder sein. Denn mit dem können wir... Erstmal brauchen wir irgendwo einen Holzstamm. Bumm. Boom, boom. Und dann können wir uns den Kollegen hier machen. Denn das hier ist basically ein Cobblestone Generator. Wir können den in die Mitte stellen. Links Cobble, links Lava, rechts Wasser. Das Ganze fließt zusammen. Und dann machen wir daraus Cobblestone. Und wir können den einfach easy automatisch die ganze Zeit herstellen. Den wollen wir definitiv noch ein paar Mal machen. Aber für jetzt nebenbei ist das, glaube ich, schon mal sehr chillig, bevor wir die ganzen anderen Sachen automatisieren können. Wir wollen das auch noch schneller machen hier drüben. Weil den jetzt nur hier hinzusetzen, wird jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen. Heißt, wir bauen erst noch ein paar Cogwheels, übersetzen das ein paar Mal, bauen irgendwo eine geile Cobblestone-Gen hin. Und lassen das schon mal direkt alles in eine Kiste droppen. Wir haben hier hinten lauter Cogwheels, die Zahnräder jetzt, also die unsere Energie hier schneller machen, damit das Ding hier schneller arbeiten kann. Darunter kommt ein Hopper und daneben, aka hier, kommt jetzt Wasser hin, weil das Ding funktioniert einfach so, dass wir einen Cobblestone-Generator bauen und der dann in der Mitte den Cobblestone herauszieht, sodass er nicht wirklich generiert werden muss. Wir machen den hier hin, bumm, zack, und there it goes. Work it! Und er macht Cobblestone! Geil! Und den können wir sogar noch schneller machen, als wenn wir jetzt die Gears noch schneller drehen lassen würden. Dann wird er noch mal schneller arbeiten. Und dann haben wir hier Fully Automatic Cobblestone. Geil! Das ist schon mal erster Step abgeschlossen. Davon werden wir definitiv noch mehr brauchen später. Aber wir bauen jetzt erstmal kleine Fabrik auf. Wir bauen jetzt eine Fabrik für Gravel. Also am besten... Boah, okay. Wir haben eigentlich einen Big Step. Wir wollen nämlich die Dinger hier haben. Das ist unser Step. Wir brauchen einen Mechanical Crafter. Und für den brauchen wir ein Brass Casing. Und für den brauchen wir Brass. Und für Brass brauchen wir eine Heated Blaze Burner. Und für den brauchen wir Zink und Copper. Und für Copper brauchen wir Crushed Copper. Und für den brauchen wir Verdium. Und für Verdium brauchen wir... Ich habe keine Ahnung. Jetzt warte, lass mich mal ganz kurz kochen. Wir sind hier in der effizientesten Effizienzrechnung, die ihr je gesehen habt. Wir haben uns, schlau wie wir sind, Copper über eine Mob-Farm gemacht. Also wir haben unsere Mob-Farm mit Wasser ausgestattet, sodass wir Copper von Drowns bekommen. Sonst wäre... Haltet euch fest! Copper-Nuggets bekommen wir aus einem Decorated-Pot, den wir crushen. Den Decorated-Pot bekommen wir aus Bricks. Bricks bekommen wir aus Clay. Clay bekommen wir aus Sand, den wir halt so zu Ding machen müssen. Oder wir bekommen ihn aus Dripstone, welche wir aus Pointed Dripstone bekommen, welche wir aus Clay und Granite in den Mieter bekommen. It goes very far back. Aber wir wollen uns jetzt Copper über das Ding hier herstellen. Heißt, wir bauen Iron Brick und Molten Iron, dann kriegen wir daraus Copper. Und dafür brauchen wir einen Blaze Burner. Und für einen Blaze Burner brauchen wir das, was wir gerade gemacht haben, einen Netherrack und Iron Sheets. Dafür haben wir das ganze Zeug hier gebraucht. Und das wollen wir jetzt zu... Gibt es hier drin, glaube ich, nicht. Bum, 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 Sacko, dem Empty Blaze Burner machen.
Tatsächlich einer der wichtigsten Blöcke in Complete Create, weil wir die für super viel Stuff brauchen. Und als nächstes brauchen wir jetzt noch irgendwie Obsidian, damit wir in den Nether kommen, um Blazes zu holen. Und Orbi kriegen wir, nicht so, das ist ein Observer, über Magma. Und Magma kriegen wir über Magma Cream. Magma Cream kriegen wir über, nur darüber, das ergibt keinen Sinn. Crying Orbi, Powdered Obsidian. Oh, Powdered Obsidian. Redstone smelten. Ah, okay. Und Redstone kriegen wir, glaube ich, über Quarz, oder? Über Red Sand. Okay. Und der darf jetzt hier rein. Oh! Okay, warte, du machst jetzt das Powdered Obsidian Blocks. Was machen wir denn mit denen? Ach, wir müssen zwei Stück davon nochmal. Oh, wir hätten die auch einfach craften können. Das war ein bisschen dumm. Ah, okay. Also, das ist hoch. Ganz viel. Dann wird drei Obby. Alright, geil. Das sind die ersten drei. Dann legen wir die mal beiseite und dann crushen wir uns hier nochmal richtig an ab mit den anderen. Ponk, ponk. Wir haben 10 wunderschöne Obsidian zusammen und damit genug für unser Nether-Portal. Bum, 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 bum. Der Kollege da 4 rauf. Zack. Und light it up. Dann gehen wir mal rein. Geil. Das hat trotzdem ein bisschen gedauert, aber hier rüber können wir uns jetzt so ganz langsam aber sicher. Wir machen uns mal ganz kurz ein paar Slabs. Erstmal hier rüber bauen, denn Blazes spawnen tatsächlich nicht in der Festung. Es gibt auch gar keine Festung, sondern die spawnen überall. Genauso wie zum Beispiel Piglins scheinbar. Heißt, wir könnten auch jederzeit irgendwie von der Blaze hier runtergeschossen werden. Ich hoffe, das passiert nicht. Oh, moin moin. Alter, das ging schnell. Okay, zack. Angetötet den Kollegen. Geil, und wir gehen direkt wieder raus. Mehr brauchen wir nicht. Aber jetzt sind wir im Nether. Das war der Grind. Heißt, wir können jetzt super easy immer wieder zurückkommen, immer wieder neue einsammeln. Und mit dem Blaze Burner können wir uns jetzt alles andere machen, was wir brauchen. Denn wir können mit dem Blaze Burner jetzt erstens super viel einfacher Kupfer herstellen, was wir für Brass brauchen, was wir für den Mechanical Crafter brauchen, was wir für unseren Greater Plan brauchen. For everything. Heißt, wir können jetzt auch den Mixer bauen, damit wir Brass bekommen. Und that's all the good stuff. Wir haben die nächste neue Maschine fertig. Und zwar den Kollegen hier. Wir stellen einfach mal hier hin. Oh, du bist nicht overstressed. Geil. Und mit dem können wir jetzt das erste Mal Brass herstellen, was auch sehr, sehr, sehr wichtig werden wird. Und zwar mit dem Blaze Burner hier unten drunter. Die müssen jetzt noch heaten. Nicht super heaten. Also nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Wir können auch Holz nehmen. Das muss ich Kohle sein, glaube ich. Und dann können wir first time mit einem Kupfer und einem Zink ein Brass herstellen. Und das brauchen wir, weil wir gerade, warte, wir können mal ganz kurz das hin, haben wir eine Menge Zink. Dann haben wir nämlich einmal Unos und Dos. Und dann machst du Mixity. Und dann kriegen wir zwei Brass daraus. Jawollo, geil. Und daraus können wir uns jetzt die Smart Shoot bauen. Das ist wie so eine Art Hopper. Und mit dem Ding können wir einstellen, was wir irgendwie aus Sachen. Es ist basically wie ein Hopper-Item-Filter. Für ein automatisches Lager jetzt nicht so ultra geil, aber für eine automatische Farm ultra geil, die wir gleich bauen wollen. Heißt, wir können uns jetzt den Kollegen hier bauen. Boom, Smart Shoot. Und die können wir jetzt hier reinsetzen, ne? Damit, nee, da darf der Alte bleiben. Wir wollen ihn nach unten setzen, damit wir da alles rausziehen, außer Gravel. Weil wir hier an dem Ding, ich zeige das mal ganz kurz, das ist nämlich unsere erste kleine automatische Farm. Wir stellen hier oben in dem Block Cobblestone her. Der geht dann nach unten in diesen Millstone. Da wird er gegrindet, wird zu Gravel. Der Gravel droppt dann hier runter, wird gewaschen. Und aus Gravel können wir über Waschen Iron bekommen. Heißt, damit haben wir unsere erste Automatic Iron Farm. Innen sie ist sehr viel kleiner als eine normale Vanille Iron Farm. Das ist auch schon mal sehr geil. Und wir wollen jetzt hier drüben praktisch unseren Filter einstellen. Und ja, soll nicht alles rausjoppen, sonst ist der Gravel hier unten direkt am Start. Sondern wir wollen alles außer Gravel haben, damit er das auch durchwäscht und uns dann eben im Endeffekt nur Eisenflint gibt. Wir standen eigentlich fast den kompletten Tag AFK an unserer neuen Eisenfarm und wir haben mittlerweile, hold your horses, 4 Stacks Iron. Goddamn insane! Und die können wir jetzt benutzen, um geilen Stuff damit zu bauen. Wir werden uns erstens ein paar neue Fabriken bauen, damit wir die anderen Sachen auch noch automatisiert bekommen. Wie zum Beispiel Andesite, Calcite, Diorite, bla bla bla. Den ganzen Stuff, damit wir ein bisschen einfacher craften können und nicht mehr die ganze Zeit von Hand irgendwas durchköbeln müssen. Sehr wichtig. Außerdem würde ich super gerne Copper automatisieren mit dem Ding hier, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Wird ein bisschen größere Fabrik-Ding, die wir da irgendwie aufbauen müssen. Aber ich glaube, wir versuchen das. Wir ballern noch ein paar mehr Sachen mit dazu. Wir können, da habe ich gar nicht dran gedacht, unser Schiff hier oben einfach mal plündern, weil das super viel Wolle hat und wir die Wolle usen können. Moin, was geht ab? Wir können die Wolle usen, um ein Windrad daraus zu bauen. Wow! Heißt, wir können Windenergie usen und mit Windenergie unsere ganzen Sachen
vervollständigen, um unserem greater, riesigen, gigantischen Superplan ein Stück näher zu kommen, eine riesige Bekennen zu bauen und damit Feister Space zu sprengen. Dafür brauchen wir die ganzen Sachen hier. So, Mechanical Crafter, 3 Stück pro Rezept mal 7 sind Schakaboom! 21 Stück. Und die brauchen wir nicht nur für die Crushing Wheels, sondern auch für alles mögliche andere. Wir brauchen nämlich Crafter für Crushing Wheels, wir brauchen Crafter für irgendwelche Munition, wir brauchen Crafter für große Maschinen, wir brauchen Crafter tatsächlich auch für zum Beispiel diese Ramp. Nee, brauchen wir nicht. Aber wir brauchen das für sehr, sehr viel Zeug. Wir haben hier drüben unser klitzekleines, wunderschönes Drehradi-Dings-Ding. Und da können wir jetzt unseren Crafter aufbauen. Das ganze Ding ist praktisch sowas wie ein riesige Autocrafter, die Implementation von Crates Autocrafting, wenn wir Craftic Autocrafter nicht haben wollen. Ist das richtig? Ja. Und mit dem können wir alle möglichen Rezepte autocraften, die wir wollen und die wir brauchen. Und genau das werden wir auch tun. So, und last one. Here we go. Was ein Monstrum. Die Pfeile zeigen an, in welche Richtung irgendwas geht. Das heißt, die Pfeile müssen alle in einen Output zeigen. Heißt auch, wir sollten den Kollegen hier einmal drehen, dass er hier reingeht. Dann geht das nämlich hier runter, hier rein. Das geht hier rein, das geht hier rein, das geht runter, das geht hier rein. Und hier an dem Ding kommt unser Output raus. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr lecker. Und mit dem können wir uns jetzt zum Beispiel das Crushing Wheel craften. Für das wir jetzt noch ein bisschen Enlisted Alloy brauchen. Und damit können wir dann wieder 9 Stuff automatisieren. Aber wir kümmern uns erstmal um mehr Enlisted Alloy. Und es fehlt wieder Zink, ne? Es kracht an allen Ecken und Enden. Und jetzt haltet euch fest. Boom. Ah, warte. Boom. Boah, sie bewegen sich. Jetzt warten wir. Hold it. There it is. Nein. Boom. Hallo? Hey, finally! Geil! Oh mein Gott, das wird uns so ein huge Setup geben, weil wir jetzt zum Beispiel Zink viel einfacher bekommen, weil normalerweise kriegen wir aus einem so ein Ding ein Nugget, jetzt kriegen wir aus einem so ein Ding Raw... Ja, warte mal, Alter, wir wurden ja völlig verarscht. Aber jetzt kriegen wir Raw Zink und ein Raw Nugget oder so vielleicht raus und das Raw Zink können wir zu 9 Nuggets machen. Also wir haben jetzt viel mehr Output, was unglaublich geil ist. Und wir setzen uns dann an unsere Fabrikplanung, damit wir wissen, was wir wann wo brauchen, damit wir unsere Basic-Sachen automatisiert bekommen. Das ist unser Aufbau, um das Most Basic Material in komplett Crates zu automatisieren. Also wir brauchen einen fetten Cobble-Gen. Den müssen wir splitten, sodass wir einmal Cobble übrig haben für irgendwas anderes, damit wir daraus Gravel machen können. Den Gravel müssen wir splitten, damit wir den einmal übrig haben für was anderes und weiterverarbeiten zu Sand. Den Sand wollen wir einmal so behalten, weil mit dem brauchen wir später auch noch für Granit und für Red Sands. Hier muss das auch noch irgendwo raus. Den Sand splitten wir also auch nochmal 50-50. Dann machen wir einmal Sand zu Quarz. Quarz machen wir dann zu Kalzit zusammen mit Cobblestone. Kalzit machen wir dann zusammen mit Sunflower zu Azurine. Azurine machen wir dann zu Zink. Das ist unser Endprodukt. Calcite benutzen wir aber auch zusammen mit Gravel für Diorite. Und Diorite benutzen wir zusammen mit Cobblestone für Andesite. Und dann können wir Zink und Andesite zusammen für Andesite Alloy benutzen. Wir haben den ersten Intruder in unserer Base, Mann. Er hat einen TNT platziert. Feister, geh in Verteidigungsstellung. Wir brauchen die Kanone bald. Ich bin schon im Turm. Tor dich hoch. Und genau deswegen brauchen wir die Kanone. Genau deswegen. Skywars. Hey, er macht Waterfight. Ey, so hab knapp. Ihn! Oh! Yeah! Yeah! W! Wichtig! Ey, wir müssen wirklich schnell die Kanone bauen. Wir bauen ganz schnell die Kanone, Feister. Bitte die Kanone. Ey, vielleicht verschieben wir unseren Fabrikbau und wir kümmern uns um die Kanone. Heiko, soll schnell. Das machen? Digga, ja, hilfst du mir? Ja, ich helf dir. Wir brauchen Molten Cast Iron. Okay, wir bauen jetzt die Kanone. Doch. Wir brauchen Molten Cast Iron, eine Medium Cast Mold. Dafür brauchen wir eine Mechanical Saw. Ja, okay. Ich habe noch 2 von diesen Iron Plates hier. Ja, ich werde mich jetzt, warte mal. Also, brauchen erstmal eine Menge Molten Cast Iron. Wie kriegen wir und das? Und dafür brauchen wir... Wir brauchen dafür einen Basin. Ein Basin und ein Basin Foundry Lip mit Anisted Alloy. Guck mal, wir machen das hier so. Zack. Check. Und da rein kommt jetzt... Er kommt zurück. Ich kämpfe noch mal weiter gegen ihn in der Zeit. Nein. So lange müssen wir die Base verteidigen. Oh!
Oh, chill. Oh mein Gott, Digga, du machst so viel Schaden. Du machst 7 Herzen Schaden mit dem Schuss. Boom! Dann chill. Boom! Oh nein. Ich kann nicht. Oh, doch, ich bin hier, alles gut. Hä? Dario. Ich stell jetzt Cast Iron her. Mach. Jetzt hat er den Industrial Iron Trapdoor gemacht. Wen willst du verarschen? Verdammt. Guck mal, er ist schon ein bisschen näher gekommen. Ja, ich seh das. Copper Plate. Oh, wo soll ich Copper? Ich krieg nicht so schnell so Copper. Doch, kriegst du. Mit der Kraft der Freundschaft. Ich hab Copper. Sag ich ja. Ich stampf weiter. Er kämpft grad nicht. Ein Iron Ingot. Ich hab den Cannon Drill. Nummer uno. Boom. Okay. Wichtig. Er greift gerade nicht mehr an. Ja, das ist gut. Weißt du, Riesenprobleme? Basti, wenn du hier bist, sag Leck Eier! Leck Eier! Was? Angriff! Nein, wir machen keinen Angriff. Digga, wie bist du hier reingekommen? Ja, von der anderen Seite. Na, okay, was? Ja, smart, oder? Alter, hat der sich hier reingesneakt. Ja, Feister von der anderen Seite. Wir müssen ablenken, müssen wir überhaupt nicht anschauen. Was ich da oben schon gebaut habe. Digga, ich war vollkommen bereit. Wir wollten gleich eine Kanone bauen. Ja, der Moment, als ich gestorben bin, war, als ich von da runtergefallen bin. Schade. Schere. Achso, du willst die Kanone einsetzen? Oh nein, bitte nicht. Ich fürchte mich so davor. Es gibt eine Anzeige. Die Base hat falsch geparkt. Naja, willst du in so 15 Minuten nochmal da hochgehen auf deine Skybase? Und dann willst du mich wegfetzen? Nein. Let's go, fürs Video mach ich's. Dario! Jetzt pass mal auf, was wir gleich machen. Warte, Achtung. Was machst du, Bro? Lass mich kochen. Lass mich kochen. Ist das eine Druckplatte? Sollen wir da TNT drunter machen? Kein TNT drunter machen, bitte. Wir haben den ersten, Freunde. Look at this. Wir haben unseren ersten Molten Cast Iron Bucket. Und mit dem können wir jetzt, soviel ich weiß, ich hoffe, das geht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Cast Iron. Warte, ich will einmal ganz kurz, ich will mal das Ding hier haben. Oh mein Gott, das ist was anderes. Oh, das ist kein normaler Sand. Das ist Casting Sand, was wir brauchen. Ah, guck mal. Das hat alles mit dir zu tun, weil du Cast bist. Yes. Guck mal, wir haben jetzt den hier. Nein, das geht immer noch nicht. Wie geht das? Hast du mal gepondert? Das kann man nicht pondern, glaube ich. Ah doch, warte, das kann man pondern. Ich mache Sand außen rum. Ich mache den Block in die Mitte. Ach, dann nochmal Sand rein. Dann rechtsklicken. Was bringt das? Das braucht man, um das zu, damit ich jetzt die Teile gießen kann davon. Und dann pumpe ich da Cast Iron rein. Geil, okay, warte. Oh! Hä? Und jetzt das hier rein. Oh, geil! Oh, okay. Oh mein Gott, kannst du das wieder rausmachen? Nee, jetzt müssen wir warten. Die Animation war so clean. Ja, wie das so hochding, ne? Ja, weil es so hochgegangen ist, ja. Wird das jetzt hier weniger hier drin? Das dauert jetzt, glaube ich, 2 Minuten, bis das fertig ist. Da passiert ja sozusagen jetzt nach 2 Minuten nichts. Hast du fertig gepondert? Nee. Ja, ich glaube, das ist wenig drin. Ah, okay. Nee, genau. Das Ding muss 2 Blöcke hoch sein. Und wenn wir das 2 Blöcke hoch haben, solidified das. Meinst du, das muss wirklich 2 Blöcke hoch sein? Ja, da stand da. Aber warum steht das dann beim Rezept nicht? After being completely filled up, the cannon cast takes some time to solidify. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir mussten mehr reinpumpen und jetzt wird das gerade hier ausgehardenet, bis wir in 2 Minuten hoffentlich fertig sind. Und dann haben wir unser erstes Cannon Piece. Das erste! Geil! Wir brauchen... Warte mal, welches ist das jetzt gerade? Ich glaube, das war das hier, ne? Dann brauchen wir noch... einen Chamber, eigentlich brauchen wir 2 Chamber und Cannon Barrels brauchen wir auch noch, die wir reinpumpen. Ach, hier steht, wie viel wir brauchen dafür. Oh mein Gott, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, guck mal, der braucht 810. Aber ich habe ja 1000 reingemacht. Wieso ist das so falsch dann? Ah nee, den machen wir gerade. Okay, der braucht 1080, deswegen. Oh mein Gott, er ist fertig. Er ist fertig, oder? Guck mal. Ist er fertig? Nee, hör doch, nein! Oh mein Gott, ich kann ihn nicht abbauen, chill mal. Digga, ich wollte gerade sagen, chill. Ich warte hier, ich habe Eisenpickel. Ich mach mir selber eine. Ich hab Eisenpickel. Ich habe mir selber eine gemacht. Oh? Meins. Oh, das. Digga, wen willst du verarschen? Hä? Warum wurden das jetzt denn zu Nuggets? Das ging doch, da stand doch, dass ich das damit abbauen kann. Hä? Ah, was brauchen wir zum Abbau? War es nicht fertig? Natürlich war das fertig.
There we go. Unbox Cast Iron Sliding Breach. Und ja, Mann, das ist so unsatisfying, dass das kaputt geht. Aber jetzt pass auf. Schlau wie ich bin, das habe ich jetzt gelernt, kann ich jetzt einfach das hier aufstellen und das hier aufstellen. Hoffe ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt geht, ne? Wir sind eine Welt, zwei Parallelen. Du smeltest da dein Zeug und ich smelt hier meine Kartoffeln. Oh mein Gott, muss man die ganze auf einmal machen? Muss er das Ding hier vielleicht umdrehen? Ja, da muss auch noch Wasser rein. Da muss noch Wasser rein, damit das gekühlt wird. Jetzt, oh mein Gott! Dicker Gänsehaut. Nein, zu heiß geworden. Ich fühle mich wie im Praktikum. Wow! Geil! Hä? Nein, er ist wieder überhitzt. Nein. Das kann doch nicht sein. Ich pump durch. Hä? Ich pump zu langsam bestimmt. Oh mein Gott, du pumpst bestimmt wirklich zu langsam. Tut mir leid, so stark bin ich nicht. Nein, nein, das ist okay. Das ist nicht deine Schuld. Mach dir keinen Kopf. Doch. Lass mich kommen. Ja! Da ist er! Oh, endlich! Gänsehaut. Ist das geil? Das ist mit Abstand das Beste, was ich in Create bisher gesehen habe. Geil! Incomplete Cast Iron Sliding Breach. Okay, Frage. Ich kann das jetzt nicht abbauen, richtig? Ich muss das jetzt... Oder kann ich das Ding jetzt abbauen? Oder kann ich das immer noch nicht abbauen? Pass jetzt einfach ab und diese Nuggets kommen wieder raus. Nein! Warum kann ich das denn nicht abbauen? Wie unsatisfying. Na gut, dann schiebe ich das jetzt einfach ein paar Blöcke nach oben. Boom, look at this. Der erste von vielen Blöcken. Okay, ich habe nur keine Ahnung, in welche Richtung der eigentlich zeigen muss. Der muss gedreht werden. Das hier muss zur Seite zeigen. Ja, okay, warte, wir müssen ihn drehen. Bist du der Oh Rotti? Mein Gott. Ja, und das passt schon. There we go. Wie? Das war's da schon? Muss jetzt, ja, da muss jetzt noch ein Schaft rein. Und da muss jetzt noch eine Cast Iron Sliding Breach Block rein. Und dann... Das ist der hintere Teil von der Kanone. Und jetzt müssen wir nur ganzen anderen kennen. Also die ganzen anderen Cannon Pieces müssen wir jetzt auch noch machen und dann irgendwie dahin bekommen. Wir haben jetzt so eine richtig dicke Molte gebaut. 5 Blöcke tief mit 2 großen unten und 3 kleinen oben. Und die müssen wir jetzt irgendwie hier befüllen. Also wir pumpen da jetzt unser ganzes Cast Iron rein. Cool, ich will wieder das ranhängst. Hallo. Geil. Ich weiß nicht, wie viel später, aber wir sind voll. Das ganze Ding ist voll gepumpt. Guck mal, hier entsteht so langsam jetzt unsere riesige Kanone aus diesen 5 Teilen, die wir gecastet haben. Und die wollen wir jetzt alle gleichzeitig auch dann bohren und praktisch assemblen. Also wir müssen natürlich erstmal moven und so. Und eigentlich wäre es auch ganz geil, wenn der gerade eben erstmal aufhören würde. Ich habe das jetzt nicht verloren, was da drin war, oder? Oh nein. Nee, ich hoffe, das ist einfach zurückgegangen. Okay, weil dann können wir die jetzt erstmal wieder abbauen. Bumm. Das Ganze härtet es aus. Dauert ein bisschen. Und dann benutzen wir wieder unseren Cannon Drill, die Wasserpumpe, die wir davor hatten, das Setup und das Mechanical Bearing, damit wir das rotieren können. Aber jetzt mit der ganzen Kanone. Also wir können das wahrscheinlich auch von oben machen, wenn das geht. Das wäre noch geiler. Aber wir können die Kanone auch irgendwie einmal drehen. There we go. Geil. Guck dir das mal an. Oh, schau dir den Hotchi mal an. Geil. Boah, sick. Okay, und das Ding können wir jetzt eigentlich... Wir könnten uns jetzt das Mechanical Bearing schnappen. Und ich hoffe zumindest... Ich weiß nicht, ob das geht. Ob wir die jetzt alle gemeinsam einmal drehen können. Yes! Geil! Okay, und das können wir jetzt auch alles einmal gemeinsam bohren. Heißt, wir machen jetzt hier wieder... den Guy hin. Dahinter, also hier machen wir den Drill hin. Der braucht jetzt natürlich eine Menge. Der baut jetzt halt 5 Stück, damit er bis hier hinten reinbohren kann. Sonst kommt er nicht so weit zurück. Ich weiß nicht, ob ich noch welche habe. Einen. Das reicht nicht. Und jetzt machen wir trotzdem auch wieder unser Wasser-Setup und so, ne? Also wir müssen das Ding hier einmal verbinden. Dann brauchen wir, na gut, das hier einmal. Zack, zack. Dann dreht er sich schon mal. Das ist geil. Bringt uns halt noch nicht so viel. Wasserzufuhr ist geregelt. Sehr, sehr, sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch einen Extension Pole. Zack. Und dann sollten wir eigentlich genug haben. Geil. Alter, guck dir mal, wie der das Ding durchbohrt. Oh mein Gott. Ist das geil. Schau mal, wie der hier reinfährt hier hinten. Geil. Alter, das, guck mal, jetzt hat er den hier gebohrt und jetzt macht er gerade den letzten. Und dann ist er fertig. Zack. Alle durch. Boah, das ist so eine unglaublich coole Mod. Bro. Alter, bin ich glücklich. Okay. So, und jetzt schieben wir das Ding an Ort und Stelle mit einem Pisten wieder. Wir brauchen jetzt also einmal unsere Mechanical Pisten. Und dann schieben wir das ganze Ding. Ja doch, wir schieben es einfach nach hier hinten, I guess. Oder? Ich glaube, das ist das Geilste. Zack. Noch einen Block. Boom. Und in place. Ist das geil. Und jetzt, schaut euch den Oschi an. Geil.
Ist das geil, ist das geil, ist das geil. Okay, es gibt auch nur die, ne? Es gibt keine... Also brauchen wir jetzt noch den Welder, damit wir das Teil und das Teil zusammen machen können, weil die beiden hier sind gerade nicht zusammen. Wir müssen also um den Kollegen jetzt hier kümmern. Dafür brauchen wir Breast Sheet und ein Iron Sheet. Und dann haben wir den Cannon Welder. Und mit dem sollten wir jetzt, wenn... Also normal sollte es nicht gehen, aber wir hoffen, dass es geht. Den hier... Und den zusammen welden? Cannot weld these blocks. Cannot weld these blocks. Aber es stand welding. Hat er das jetzt schon? Ah, das ist die Frage, ob er das jetzt gemacht hat oder nicht. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch das Ding hier, den Cannon Mount, den Yaw Controller. Dann brauchen wir einen Firing Charge, den Powder Charge, wie zum Beispiel das Ding hier. Und wir bauen irgendeine Shell. Wir geben für den ersten einfach Singleplayer. Dann brauchen wir noch den Ramrod und wir brauchen noch den Worm. Eieieiei. Mit Daring testen. Oh, um zu gucken, ob wir ihn drehen können. Please be one. Yes! Oh, geil! Okay. Sick! Ich hoffe es zumindest. Oh, geil! Okay, dann craften wir uns nochmal einen ab für die restlichen Sachen, damit wir die hier alle haben. Und dann soll das, glaube ich, gehen, oder? There we go! Alter! Ey, dass wir das jetzt ernsthaft fertig bekommen, das ist so geil. Ich hoffe, das Ding fetzt mit sich gleich um die Ohren, aber wir werden sehen. So, wir bauen zweimal, wir bauen Hebel für Redstone. Und eigentlich, wenn wir das jetzt umlegen, sollte das ganze Ding jetzt zu einer Kanone werden. Yes! Geil! Und jetzt können wir hier auf und zu machen. Oh mein Gott! Okay, warte. Alter, guck dir das an! Guck dir das an! Oh mein Gott! Ist das geil! Holy shit! Okay, und das brauchen wir jetzt unten auch nochmal. Von dem hier, damit wir das auch basically, also damit wir das auch kontrollieren können. Here we go. Geil, und mit dem können wir jetzt links, rechts drehen. Alter, wir sind so weit. Oh mein Gott, wir sind so weit. Guck dir das an. Geil! Alter! Okay, warte, ich will irgendwas weggehen. Ich will irgendwas abschießen. Ich weiß aber nicht was, weil wir können noch nichts richtig explodieren lassen. Dafür fehlt uns auch ein bisschen was. Ich will einfach nur mal... Warte, wir bauen uns so eine Wand hier mal ganz kurz aus Gravel oder so. Weil wir haben bis jetzt auch nur diesen Solid Shot, mit dem wir noch nicht so krassen Stuff machen können. Später wollen wir so einen High Explosive Shot haben, mit dem wir irgendwas machen. Geil! Okay, und jetzt pass auf. Jetzt schnappen wir uns. Jetzt kommt nämlich das Wichtigste. Oh mein Gott. Alter, legit, ich werde mir überall diese Kanonen aufstellen und immer wenn jemand hierher kommt, wenn Basti oder so hierher kommt, ich werde mit dieser Kanone so gottlos wegballern. Das wird so geil. Also wir machen jetzt einen Solid Shot zuerst rein. Zack. Dann benutzen wir den Rammer, um einen tiefer zu machen. Dann benutzen wir den Powder Charge. Ich hoffe Real Talk, das Ding hält das überhaupt aus. Zack, Powder Charge. Und ich glaube, dann können wir zumachen, oder? Nee, ich glaube, wir müssen den auch noch einen tiefer machen. Ja, okay, warte, Powder Charge. Bumm. So, ein tiefer. Oh, ich hoffe, das geht jetzt. Ich hoffe, die ist richtig geladen, Alter. Wenn nicht, dann haben wir ein ganz großes Problem. Seid ihr ready für den ersten Test? Für den ersten Test von unseren Big Cannons. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ist es zu? Es ist zu. Okay. Rage. Wir feuern. Ich muss mich irgendwann das hinstellen. In 3, in 2, in 1. Feuer! Ich sehe gerade einen Intruder in der Nähe von meinem Grundstück. Warte mal eine Sekunde. Warte mal eine Sekunde da oben, Alter. Stell dir vor, du stehst hier und dann wird dieses riesige, fette Rohr auf dich gerichtet, Alter. Okay, geht es jetzt? Wir gucken nochmal. Wir versuchen nochmal zu feuern. In 3, 2, 1. Das geht nicht. Wieso können wir nicht feuern? 3, 2, 1, Abschluss! Ja! Yeah! Ich hab ihn getroffen! Oh mein Gott! Digga! Hat es ihn zerfetzt! Digga! Oh mein Gott, war das geil! Are you kidding me? War das geil! Oh mein Gott!
Bro, was? What? Was hit with artillery fire? Ist das krass? Ey, es ist so geil, dass ich dich gehittet hab damit. Holy shit. Guck mal, das Ding ist, ich stehe hier oben so und meine Leute sagen so, ja, ich war gerade bei Heiko, das funktioniert nicht. Und ich so, haha, ich will dich noch so provozieren. Ich weiß nicht, ob du mich gehört hast überhaupt. Ich sag so, nö, klappt nicht. Auf einmal, ich bin so richtig ruhig. Auf einmal, es war so übel laut. Kennst du das, wenn du erschreckst und der Schreck geht so bis in deine Zehenspitzen? Ja. So war das gerade bei mir. Genau so. Warte, ich will deine POV mal kurz gucken. Digga, aber das ist ja auch direkt in dein Gesicht geflogen. Ich hab mich so erschrocken. Mir ist das komplett. Oh, ich das wirklich direkt in dein Gesicht. Vor allem, ich hab so mich hier, so. Das ist echt nicht ohne. Digga. Das ist ja krass. Wie teuer ist die? Seconds before disaster. Ja, ich saß halt schon relativ lange dran, glaube ich.